Gut, dann hauen wir gleich ab wieder hier. War nur ein kurzer Zwischenstopp. Da kommen wir dann in ein paar Level her. 3, 4. Das war ein Boxenstopp. Also quasi in 10 Parts sind wir dann hier. Yay. Könnte sein, ja. Vermutlich. Ah, und da vorne diese Statue, da kann man dann auch rauf. Oh ja. Und da sieht man die ganze Landschaft, also das ganze Gebiet von diesem einen Blickpunkt aus. Ich nehme die Abkürzung. Echt, da kann man rüber? Ich glaube, ja. Echt? Wusste ich gar nicht. Und da vorne sieht man schon die eine Insel von der Stadt. Aber das ist nur die Insel. Mhm. Also ziemlich viele tolle Bauwerke gibt es hier sogar. In dem Gebiet. Aber die meisten sind auch irgendwie zerstört durch Angmarim. Ja, genau. Und deren Gleichen. Zum Beispiel da, diese Säulen da sind leicht kaputt. Sie wurden zerstört. Aber es ist schon irgendwie imposant, diese Statue. Wenn du imposant hast, dann nimm ihn raus. Oh Gott. Imposant. Oh ja. Wir reden einfach nicht mehr über Niveau, okay? Das hatten wir schon oft genug, diese Diskussion. Und langsam rede ich nur noch. Oh Gott, das musst du die ganze Zeit machen. Das ist besser. Brandolf. Gandalf. Das klingt so ähnlich wie. Verbrannter Gandalf. Genau. Naja. Oder Karamell-Gandalf. So ein Karamell-Gandalf. So wie, ja, so Gandalf am Spieß mit Karamell. Dann ist es nicht mehr Gandalf der Graue, sondern Gandalf der Braune. Nein. Und genau das gleiche ist mit Radagast passiert. Nein, dem haben einfach die Vögel am Kopf geschissen. Das kann auch sein. Nein, weißt du was? So lustig. Der Radagast kommt so zum Gandalf und der Gandalf so. Haben die Vögel etwa ins Hirn geschissen oder was? Ich glaube, dem Radagast hat wirklich jemand ins Hirn geschissen. Ja, zumindest im Film, also bei dem Spiel jetzt ist er nicht besonders. Oh Gott, ihm hat wirklich jemand ins Hirn geschissen. Ja, er schaut so aus. Gott. Naja, er hat so. Seine Haare sind ein Vogelnest. Ja, sowas habe ich auch immer in der Früh, wenn ich aufstehe. Aber nicht ganz so tragisch. Oh Gott. Immerhin sind wir bald da, hoffe ich. Ja. Wir laufen eh gerade nur durch Halbmittelerde durch. Wenn du ganz Glück hast, hast du den Partschnitt genau da gesetzt, wo wir losreiten. Ja, das wäre... Dass der Part nur voller Reiten ist. Warum? Was hast du gegen Reiten? Das ist jetzt die Wüste, von der wir geredet haben. Ja, oh, ein Salamander, ein Feuersalamander. Da oben sein lustiges Face. Ein Hector Salamanco. Salamander. Salamanca. Bezieht sich auf Breaking Bad. Also falls das keiner kennen sollte, also einer nicht kennen sollte, dann schaut's an. Ist cool. Okay. Aber nichts für schwache Nerven. Das sagst du nur, weil du es nicht aushaltest. Psch. Ich habe übrigens heute die letzte Folge der letzten Staffel angeschaut. Ich war schon vorgestern fertig. Das ist gut. Weil ich bis 3 Uhr in der Früh geschaut habe. Das ist gut. Naja. Karte auf, Karte zu, Karte auf, Karte zu, Karte auf, Karte zu. Aber eins verstehe ich trotzdem nicht ganz, die Koordinaten. Ja, wir sind jetzt 19,7 südlich und... 63,5 westlich. Das heißt, wir müssten irgendwo im Arsch der Welt sein. Naja, der Äquator, also der Nullmeridian ist ja nicht ziemlich logisch, dass der da ein bisschen weiter noch im Osten ist, aber... Aber der Äquator, der ist sicher da, in Verrochel oben, Schnee liegt und alles. Und du reitest komplett in den Arsch. Ja und? Das ist halt imposant. Ja. Aber irgendwie komisch, dass der Äquator eigentlich im Prinzip ganz im Norden liegt von Mittelerde. Das ist auch irgendwie unlogisch. Also wirklich ganz, ganz im Norden da, bei Lindon, da oben erst. Ist irgendwie über dem Düsterwald und alles erst. Naja, so arg auch nicht. Na doch. Weil siehst du, wie schnell die Breiten gerade fallen, oder?
Ja, weil jetzt, siehst du, die Kommastellen gehen ziemlich schnell. Ein wundervoller Tag. Das weiß ich. Also so ist jetzt auch nicht, also... So, Bullenrasslers Wiese, da kommen wir dann auch später her, aber zuerst gehen wir mal nach Hafergut, in die gute Stadt. Naja, ich vermute mal, dass das nicht auf der Erde spielt, weil sonst wäre es ein bisschen unlogisch. Ja, das schon. Ja. Aber da werde ich noch nicht drauf kommen, dass es nicht auf der Erde spielt. Weil sonst müsste das Gebiet da oben, der Übergang zu verrochelt tropisch sein. Deswegen ja, das ist ja, es nicht ganz. Da beginnt das Eis und der Schnee und so. Und das ist weniger tropisch. Ja, und irgendwie erst in ganz Süd-Gondor unten, da beginnen erst so... Da schaut es aus mit so... So wie Akazien und sowas, Griechenland, sowas schaut es dort aus. Naja, ja doch. Also ja, Griechenland, Norditalien, sowas in der Art, das ist dort erst. Und das ist schon das südlichste überhaupt. Mhm. Naja, es geht schon noch weiter, aber das wird wahrscheinlich nicht kommen. Ja, das ist unbekanntes Land. Ja, es gibt ja auch die nördliche Einöde auf der Karte oben, aber... Also auf der... Weil wenn man denkt, es ist ja nur so ein Zipfel da, wo wir uns fortbewegen, es ist ja fettes Land, es ist ja riesig. Wir sind ja schon da. Ah ja. Und ich laufe gegen die Laterne. Ach, und hier ist der Auftrag. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Irgendwie. Sprecht mit Albert Nordhüttinger. Der Nordhüttinger Hof, ein Bauernhof. Ferialjob wahrscheinlich kriegen wir dort jetzt. Bestimmt. Ist mir eine Ehre, euch zu Diensten sein zu dürfen. Reparieren. Ach, wäre nicht nötig gewesen, egal. Dann setze ich mal den Marktstein hier, oder? Ich würde schon sagen, ja. Ja, binden. Falls wir irgendwo... Und nein, du sagst nein. Nein. Ich wollte dich gerade warnen. Nein. Seid gegrüßt. Ich wollte nichts sagen. So, der Nordhüttinger Hof. Hier oben. Und das wären ganz lustige Aufträge, wo wir rumrennen und Sachen sammeln. Und zwar die ganze Zeit. Ja. Die ganze Zeit. Und das meine ich wirklich ernst. Die ganze Zeit. Und falls ihr euch fragt, was in diesem Tor liegt. Eure Stufe ist so niedrig, das ist eine Instanzenreihe, die ab Level 65 verfügbar ist. Bleibt vor dem Tor noch stehen. Ich bin drin. Ja, und das ist lame. Das ist der extremste Bug, den es gibt, weil man kann auch nicht raus in die Richtung, sondern muss über den Zaun hüpfen. Das ist voll verarscht. Das haben die Entwickler sehr gut verkackt. Kann man so sagen. Also da kommt man normal nicht durch, aber wir können das halt. Du kommst nicht mehr raus, weil du zu klein bist. Das wäre witzig. Das wäre schön. Nein, ich bin auch rausgekommen mit dem Zwerg. Oh Gott, wo kommt man da hin? Oh, da ist eine unsichtbare Wand. Ich weiß, ja, und es gibt noch einen lustigen Witz. Da kann man da vorbeilaufen. Darauf. Ah ja, genau, da kann man darüber. Und darüber und dann da rein. So, wir haben einmal die Hintertür genommen. Das ist eine Abkürzung, gell? Oder? Ja. Nicht wirklich. Weil sonst müsste man, sieht man das da jetzt? Nein, man sieht. Da oben links müsste man darüber und dann da vorne rüber. Rüber muss man da. Dein Omi, dein Hintere, der Friere und dann zurück. Ein Stück. Genau. Na, da Oma, weißt du, sieht man eh. Ja, eh. Hui. Stimmt, das ist ja wirklich Abkürzung. Ja, ist es eh. So, der Albert Nordhüttinger. Der sitzt hier, nein, er steht. Der Albert Nordhüttinger. So, und der hat eine gute Waffe für mich, die ich gar nicht gebrauchen kann. Und zum Glück. Dann sind wir alle happy. So, helft. Ah ja, das ist... Und wir haben noch nicht mal die Hälfte. So, wen helfen wir zuerst? Ich würde sagen, dem Kollegen da unten einmal. Weil jedem Typen müssen wir jetzt ein paar Aufträge machen und das ist alles Stall ausmisten, Tiere füttern. Ist eigentlich ganz chillig, was man da machen muss. Ja, ist mehr rumgelaufen. Aber ich würde sagen, wir nehmen das mal an. Heugabel Nummer 1 und dann steigt jedes Mal ab. Ich würde das mal lassen mit dem Ganzen einmal machen, sondern wir nehmen einmal alle an, würde ich behaupten. Das wäre das. Damit wir uns überhaupt gar nicht mehr auskennen. Ja. Nein. Ich meine. Na, wir machen pro Typen alle Aufträge, würde ich sagen. Eftel, L. Ja. Was auch immer du gerade gesagt hast. Eine Hacke. Ein Pflanzenheber. Ach, so eine Hacke. Oh Gott.
Aber der Pflanzenheber, der ist schon wichtig für unsere Interessen. Zum Pflanzenheben. Das ist sowas ähnliches wie ein Gabelstapler nur für Pflanzen. Nein, keine Ahnung, was das ist. Kann man damit jemanden pflanzen? Aber mit sicherlich ist das. Mit Sicherheit ist das. Da kannst du dir sichel sein. Naja, wenn du so ein Erfeld hast. Gerald Tiefloch. Wo hat er Tiefloch? Nein, echt nicht. Und so wie der möchte ich auch nicht heißen, da würde ich schon lieber Mr. Unfall heißen. Ihr da. So, scharf. Da bin ich echt scharf drauf. Mhm. So, jetzt müssen wir da 10-mal hin und her laufen. Es steht sogar scharf, Begleiter von Entzug. Ja, ich sehe es, von Entzün. Der Name wird dir noch nachhängen, glaube ich. So, und die Schafe müssen wir da ins Gehege bringen, wo sie überhaupt nicht mehr ausbrechen können. Und dann wundert sich der Typ auch noch, dass seine Schafe weglaufen, wenn er nicht mal ein Tor dahin baut. Er ist halt ein Genie, falls du das nicht weißt. Ja, ich sag ja nichts, aber das ist ja dann doch mal ein bisschen, vielleicht. Man könnte da... Naja, dann lasst er uns die Schafe einsammeln. Ist klar. Toll wäre, wenn der Auftrag wiederholbar wäre, weil dann wäre das moralisch irgendwie dämlich. Ja. Sie entkommen immer wieder. Dann kauft er sich halt den Grund da unten. Und der Witz ist, es sind mehr als 4 Schafe draußen, aber wir müssen nur 4 reinbringen. Ah, die anderen braucht er nicht. Die werden gnadenlos zu Steak verarbeitet. Also es wäre mir neu, wenn man das scharfe Steak macht. Naja. Dann macht man halt ein mexikanisches Gericht daraus. Bekanntlich sind die ja ziemlich scharf. Was? Oh, ich glaube, ich lasse mich einweisen, wenn ich hier fertig bin. Wieso? Aber wegen dich einweisen Witzen. Zu lassen, brauchst du einen Ausweis. Also musst du dich zuerst ausweisen. Und du hast noch immer ein Schaf hinter dir. Okay, jetzt hört's aber auf. Ja. Moment, wenn ich jetzt nochmal ja, reingehe. Funktioniert's. Moment. Hast das du schon zwei, oder? Moment. Ich hab schon zwei. Geht's? Nein, irgendwie ist einfach nicht. Distant. Ja, okay. Schade, aber es wäre lustig gewesen. Und wo ist das nächste Schaf? Hey, ich habe fast 2000 Kraft irgendwie. Mhm. Und fast 1000 das ist Leben. Ziemlich lame. So, noch 2 Schafe. Schade, dass man den nicht färben kann wie bei Minecraft. Ja. Ja. Schade. Da bin ich nicht so scharf drauf. Minecraft hat wenig damit zu tun. Mit diesem Spiel. Was, echt? Mhm. Boah, langsam wird mein Mund schon trocken vom Reden. Der ist so trocken wie die Sahara. Genau. Oh yeah. Aber meine Nase ist auch verstopft. Nicht wirklich. Nein. Lululu. So, noch ein Schaf. Ich weiß, ihr könnt euch nicht auf den Stühlen halten vor Spannung, das ist... Naja, wenn einen schlechten Stuhl hat, dann ist das halt so. War da nicht vorher noch ein Schaf oder ja, hast du das ich jetzt... Ja, ich hab's entwendet. Ja, jetzt kann ich auch noch ich eins glaub, suchen du gehen. Musst eins suchen, ja. Moment. Warte, nein. Ah, das erste ist wieder gespawnt. Oh, dann wird das, was du als erster genommen hast, auch wieder da sein. Ja. Hoffentlich. Ja, und das letzte Schaf haben wir auch mal. Und dann war's das auch. Und ich würde fest sagen, dass wir
nach diesem Auftrag dann die Session beenden. Eine Session beenden? Okay, gut, dann je nachdem, ob mitten in der Folge ist oder... Ich glaube, das dürfte ungefähr passen. Seid gegrüßt. Ich glaube, wir haben noch so viele es? Folgen. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Der nächste Auftrag ist eh Sammel Hühner. Es ist 1:30 jetzt in der Folge, also mit dem Chat, also das passt ungefähr. Okay, passt. Okay, dann sehen wir uns entweder im nächsten Part oder in der nächsten Aufnahmesession. Bis dann. Gut, dann tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück, Duse. Letzte Bläse, HDRO. Ja, und wir sind gerade am Dach gelandet. Dach. Ja. Ja. Und es laggt. Okay, ja. Dann geht's mal weiter hier. Das müssen wir nicht machen. Wir haben ja schon lange nicht aufgenommen eigentlich. Ja, weil ich war auf Urlaub. Auf Mallorca. Jetzt 2 Wochen und ich bekomme Mist im Hobbit-Geschenk. Ja sicher, da bekommt man immer Mist, was glaubst du? Immer in Angriffsschaden mehr. So, Hühnchen brauche ich. KFC wartet. So. Bestimmt. Aha. Das war meins, du Bast. Das ist mein Hühnchen. Das wird jetzt gebraten. Meins wird gerupft und dann gebraten. Und jetzt gibt's Chicken McNuggets. Genau. Der haltet das so dumm und wenn man springt, dann... Ist es dann weg? Nein, ach aber... Ach so, nein. Das schaut dann so aus wie bei Lego City. Genau. Ach ja, da gibt's ja das auch mit dem Huhn. Dass es dem nicht wehtut oder dem schwindlig wird. Wem? Ich nicht. Huhn? Dem Huhn, ja. Nein, das ist kein echtes Huhn. Was, echt? Ich dachte, das ist alles real. Natürlich ist das real. Ach komm. Wie nennt man chinesische Urlauber auf Mallorca? Mayonesen. Der war so witzig, dass ich fast gelacht hätte. Aber wirklich nur fast. Gott, der war so schlecht. Der ist fast so flach wie das Niveau dort. Was? Am Ballermann. Ach so. Das meinst du? Ja. Traurig dort. Traurig. Echt? Mhm. Wieso, was machen die? Willst du eine Banane? Na, ich will keine. So, was spielen die? Ja, und das im Chor. Alle miteinander. Ja. Ist das dein Ernst? Das war nur der Anfang. Also so um 6, 7 sind die ersten schon komplett fertig. Die werden schon raustragen aus dem Koma. Was ist daran dann eigentlich so toll? Ich weiß es nicht. Und wenn du dort in der Früh so um 5, 6 in der Früh dorthin gehst, dann... Ja. Sind doch immer Leute dort, oder wie? Na, nicht dort, die sind dann erst richtig besoffen. Ach so. Also die Hälfte liegt schon im Koma am Strand irgendwo rum. Alles ist voll gekotzt, also es ist... naja. Schön, ja. Und wer tut sich das bitte an? Keine Ahnung. Ich war nur 2 Stunden dort, weil das druckt man nicht. Die Musik dort ist... Na, echt, na. Oh Gott. Der Bierkönig hat von 24 bis 0 Uhr geöffnet. Nein, umgekehrt. Was? Von 0 bis 24 Uhr. Von 24 bis 0 Uhr. Genau. Und meine Stimme ist noch ziemlich im Arsch, weil ich gerade aufgestanden bin vorher. Ja, es ist sehr früh. Es ist schon 10:45. Naja. So früh ist es dann doch nicht. Okay. Zum Glück war ich komplett auf der anderen Seite vom Ballermann. Nämlich genau auf der anderen Seite. Dann fahrt man 1 Stunde dorthin. Naja. Und das war schon gut. Es hat sich gelohnt, dorthin zu fahren, oder? Nein. Mhm. Nein. Naja. So, ich habe die Chicken McNuggets abgeliefert. Ja, ich auch. Und jetzt müssen wir Schweine zum Suhlen bringen. Nein. Wie ist das werte Befehl? Wo sind die? Ihr die da. Sind die... Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Tun wahrscheinlich Schule schwänzen.
Wir brauchen zuerst einmal eine Einsulung für sie. Ich habe da so ein Getränk. Was? Es gibt viele sagenhafte Gebräumittel, aber das hier gehört nicht dazu. Oh. Sagenhaft ekelhaft. Ups, weil es gibt Getränke, da läuft man schneller, aber... Na toll. Das ist einfach Bullshit, was du gekriegt hast. Ja, weil bei den meisten bekommt man einen Geschwindigkeitsboost, aber... Ach, naja. Wir müssen jetzt Schweine mit Wasser einmal anschütten. Ja, nein, dreimal. Dreimal hin und her laufen. Ja. Ernsthaft? Naja, was hast du die letzten 2 Wochen so gemacht? Eigentlich gar nichts. Ah. Nichts. Was wäre gut? Naja, ich habe schon irgendwas gemacht, aber nichts Besonderes. Naja,